In einem spielerisch nicht hochklassigen, aber lange Zeit packenden Derby gewinnt die SG Oberliederbach gegen den Nachbarn aus Unterliederbach mit 3:0. Das klare Ergebnis täuscht ein wenig über den lange Zeit ausgeglichenen Spielverlauf hinweg. Nach 10 Minuten der erste Aufreger der Partie. Beim Zweikampf im 16er kommt ein Oberliederbacher zu Fall. Eine strittige Szene, die der gute Schiedsrichter Maximilian Rother nicht ahnete. In der 20. Minute meldet sich dann erstmals der VfB zu Wort. Der Melder scheitert nach einem glänzenden Solo am starken Ronny Zimmer im SGO-Tor. In der zweiten Halbzeit nahm die Partie so richtig an Fahrt auf. Oberliederbach setzte durch einen Distanzschuss das erste Ausrufezeichen. Nur kurze Zeit später scheiterte zunächst der VfB mit einem Distanzschuss am Zimmer, der das Spiel sofort schnell macht. Bilski kann den Ball nicht klären, doch Kalmakci rettet in höchster Not. Auch die anschließende Ecke sorgt für Gefahr, doch der VfB-Schlussmann ist erneut zur Stelle. In der 68. Minute war dann aber auch der Schlussmann machtlos. Danny Piazza behält die Übersicht und bedient den eingewechselten Nikolai Payet, der vor dem Tor die Nerven behält. Im Anschluss an die Führung machte der VfB hinten auf, was Platz zum Kontern ergab. Die SGO ließ die Chance zum möglichen 2:0 zunächst aber noch ungenutzt. Nach 82 Minuten war es dann wieder Payet, der für die Vorentscheidung sorgte. Kalmatschki kann den Einschlag zunächst noch verhindern, ist gegen den Nachschuss aber machtlos. 2 Minuten später kam es dann noch dicker für den VfB. Danny Piazza wird zunächst geblockt, aber kann dann doch ins leere Tor einschieben. In der Nachspielzeit verhindert Kalmakci zwar noch einmal das 4:0, an der Unterliederbacher Niederlage ändert das aber natürlich nichts mehr. Ihr habt doch heute lang wieder mitgehalten, über eine Stunde war es ein ausgeglichenes Spiel. Woran lag es denn, dass ihr in der letzten halben Stunde ein bisschen auseinandergefallen seid? Ja, ob wir 3:0 verlieren oder 0:0 spielen, das hilft uns nicht weiter. Von daher mussten wir natürlich aufmachen und die Verletzungen, die sich dann auch im Laufe des Spiels dann wieder eingekehrt sind, die haben auch noch dazu geführt, dass wir halt wechseln mussten. Und irgendwann mal kannst du das mit Qualität einfach nicht mehr kompensieren. Ja, das ist halt so. Also hat am Ende einfach die Substanz im Kader gefehlt? Ja, klar, auf jeden Fall. Man sieht es ja. Wir bauen dann auch verletzte Spieler, die wir dann einbauen. Ja, wir holen alles raus, was wir noch so haben, um dem Abstieg zu entkommen, aber es wird halt immer schwieriger jetzt. Ja. Anscheinend noch ist ein bisschen Hoffnung da, das kann sich morgen wieder anders darstellen, wenn Schwanheim gewonnen hat, dann sind wir abgestiegen. Ja. Wie groß waren die Steine, die Ihnen heute vom Herzen gefallen? Ja, es war kein Stein, es war schon ein Felsbrocken. Ja. Also, aber die Jungs haben es verdient, das war halt ein Spiel, so Zerbümmungstaktik, sage ich. Ne. Jeder, beide vorsichtig, aber dann halt, wir waren halt disziplinierter hinten raus. Haben dann am Anfang die Chance reingemacht, aber dann hat es die Mannschaft verdient. Ja, mit Payet ja den entscheidenden Mann gebracht. Hatten Sie ein Gefühl, dass er heute für den entscheidenden Treffer sorgt? Talent allein geht nicht, aber der gibt auch Gas, hat man ja gesehen, wie der reinkam. Und das ist schon mal ganz gut und dann sind wir erstmal froh, dass wir das verhindert haben. Spät erst reingekommen, dann als Joker durch 2 Tore das Spiel entschieden. Hätte der Tag heute irgendwie besser laufen können? Ne, anscheinend nicht. Also ich hatte viele Chancen, aber zum Glück habe ich die 2 Dinge reingemacht. Und der Sieg war das Wichtigste, ne?